Frau Tremmel, es geht um Schenken. Haben Sie denn schon alle Christkindeln beieinander? Nein, noch lange nicht. Also da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Also ich mache das dann in den nächsten Wochen. Wenn es ergibt, wenn ich was finde, dann kaufe ich es. Und wird es denn in den Geschäften gekauft? Und wenn ja, wo gehen Sie hin? Oder lieber im Internet? Nein, Internet mag ich nicht so gern, weil dann sehe ich es einfach nicht, wo sie direkt vor mir habe. Also da gehe ich dann lieber durch die Stadt, schaue einfach ein bisschen durch die Geschäfte und dann finde ich normal immer was Passendes. Und wer kriegt alle ein Geschenk? Hauptsächlich Familienmitglieder. Und natürlich so die engsten Freunde, der Freund, die kriegen alle was. Herr Möller, Sie sind heute gerade beim Geschenke shoppen. Wie schaut es denn aus? Haben Sie schon Erfolg gehabt? Bis jetzt noch nicht, wir sind im Anfang. Wir sind die ersten Geschäfte durch und wissen noch nicht genau, was wir machen. Und wer kriegt alles bei Ihren Geschenke? Eigentlich nur die Enkel. Kinder nicht mehr so, die sind schon hübsch groß. Sind schon in den 30er, 40er Jahren und da ist das nicht mehr so. Wie alt sind Ihre Enkel? Von 1,5 bis 12, bis 14. Und weiß man da, was die Kinder wollen? Ja, ein bisschen gibt es Kleinigkeiten dazu, aber im Großen und Ganzen werden die Eltern schon gefragt, was Kinder wollen, denke. Und was wünschen Sie sich zu Weihnachten? Mei, das Beste wäre ein bisschen Gesundheit, weil da hapert es ein bisschen, aber ansonsten haben wir fast alles. Ein bisschen harmonisches Familiendasein und das andere, das wäre eigentlich alles. Frau Aschenbrenner, Sie haben eine Tüte in der Hand. Ist denn da schon ein Christkindgeschenk drin? Natürlich, für meine Enkel und für meine Töchter. Wie alt sind Ihre Enkel? Also 19, 20, 21 und die Kleine ist 13. Und weiß man da noch, was man schenkt? Natürlich. Also man muss sich was einfallen lassen und alles andere tut man mit Geld auffüllen. Und was wünschen Sie sich vom Christkind? Eigentlich wenig, weil man alles hat. Wir machen Sport, wir fahren Skifahren und wir reisen und eigentlich, dass wir gesund bleiben. Das ist, ja, das wär's. Und Ihr Mann ist ja auch dabei heute beim Bummeln. Gibt's denn da noch eine Überraschung? Ja, schon, eine Kleinigkeit immer. Immer. Aber ich habe auch eine. Ich habe es gesagt und ich wollte es gar nicht sagen. Ja. Frau Rothammer, Ihr Valentin ist 6 Jahre. Was darf das Christkind bringen? Was wünscht er sich denn? Der Valentin wünscht sich eine Karrierebahn zum Christkind. Und bei uns bringt das Christkind immer die Geschenke. Also, gell, das macht alles Christkind zu Hause. Der schmückt da einen Weihnachtsbaum und riecht alles her. Das bringt auch die ganzen Adventskalender. Das macht alles das Christkind. Und die Mama, ist die denn so brav, dass was vom Christkind kriegt? Kriegt die Mama was? Ich hoffe. Direkt wünschen tue ich mir jetzt nichts vom Christkind. Wir haben auch heute in St. Nikolaus getroffen und der verteilt Geschenke, nicht nur das Christkind. Was gibt's denn, was Süßes? Es gibt was Süßes für die Kinder, Gummibärli, Schokoladen-Nikoläuse und für die Damen und Herren Obst, Mandarinen und Äpfel. Das ist momentan in Straubing der Renner von der Firma Hafner in Straubing. Und kriegt denn der Nikolaus auch was geschenkt? Ja, wenn er wieder nach Hause kommt, von der Chefin zu Hause anschießt, weil er alles verschwitzt ist. Und die Frau Nikolaus, kriegt die auch was, vielleicht vom Christkind oder von ihrem Mann? Er hat vom Nikolaus schon was gekriegt und vom Christkind kriegt sie wieder was, weil für das sind wir ja schon 41 Jahre verheiratet. Und was wünscht der Nikolaus allen Straubingern und Umgebung? Straubing Umgebung wünsche ich, dass es so ruhig bleibt wie momentan in Straubing, dass nichts passiert und dass alle Leute gesund bleiben.